Okay. So und so. So, viel Spaß euch beiden im Wasser. I, tschüss. Ja. Moment mal. Ah ja, da. Tschüss. Aha. Voll der Troll. Einfach hier so hoch zu gehen, ohne auf die zu warten. Müssen wir nicht hier einen Mechanismus auslösen? Ne, wir müssen wieder zurück, oder? Verdammt. Mann, ich bin so desorientiert im Moment. Okay, wohin geht's als nächstes? Können wir nicht einfach ein paar Leute zerstückeln? Und warum hört man gerade keine Musik? Die Pässe funktionieren ganz sicher nicht, solange sie unter Wasser stehen. Ist das auch gerade eine Aufnahme so? Ach nee, okay, ich bin nur gegen meinen Lautstärkeregler gekommen. So, jetzt aber. Ja. Jetzt geht's. Es scheint geklappt zu haben. Gut. Es hat länger gedauert als erhofft, aber wenigstens ist es geschafft. Achtung! Noch ein Dampf-Centurion. So leicht löse ich meine Probleme. Und er ist versenkt. Tschüss. Viel Spaß mit ihm. Ja, okay, ich helfe ihm. Ach, da ist er. Jetzt scheint es mir doch ein bisschen zu laut zu sein. So. Oh, das war keine gute Idee, den Pfeil hinterher zu springen. Die Pfeile kommen immer wieder zurück. Und das sind gute Pfeile. So. Ein makelloser Rubin. Den nehmen wir noch gerne mit. Ebenerzpfeile. Oh. Heute noch Zwergenpfeile. Ist das meine jetzt? Egal. Können wir bitte endlich das schwarze Buch holen? Der Typ geht mir schon mächtig auf die Nerven. So, endlich. Dankeschön. So. Soll ich ihn lesen oder soll ich es einfach nur mitnehmen? Hoffentlich lohnt es sich wenigstens. Bitte. Nach euch. Das habt ihr euch verdient. Außerdem könnte es sehr gefährlich sein. Ich hätte gerne mehr drin gelesen, aber na gut. Man packt es mal gleich automatisch ein. Und wir sind wieder hier. Hier wieder in die Ego-Perspektive. Und so betritt noch ein Wesen auf der Suche nach Wissen mein Reich. Wer bist du denn? Dies ist Apokrypha. Ah, Apokrypha. Wo alles Wissen gehortet wird. Ist das jetzt fliegende Spaghetti-Monster? Vielleicht erweist ihr euch als klug genug,
um die versteckten Geheimnisse hier zu entdecken. Wenn ja, seid herzlich eingeladen. Vielleicht seid ihr ein Dummkopf oder ein Feigling. Wenn ja, dann seid ihr in Gefahr. Lest euer Buch erneut und flieht, bevor Apokrypha euch für immer einfordert. Na dann lese ich am besten gleich mal das Buch. Nee, ich mache da nochmal schnell speichern. So. Lernen das verborgene Wissen des Buches. Verbriefter Scharfsinn. Okay, ich glaube, wir müssen da reingucken. Wo ist es denn? Da. Ach so. Ah, ich lag richtig, wenn wir das. Was ist passiert? Buch lesen. Was habt ihr gesehen? Kehren wir einfach wieder zurück. Beim Lesen dieser Bücher ganz unterschiedliche Erfahrungen. Jetzt hört man die ganze Zeit Nachrichten im Hintergrund, nicht wahr? Moment mal kurz Pause, das könnte nicht wichtig sein. Ich möchte nämlich noch mit ein paar Leuten heute Antwort aufnehmen. Also, darum kümmere ich mich mal eben. Mir schon. So. Habt ihr durch das Lesen dieses schwarzen Buches überhaupt erfahren? Das ist ziemlich normal. Zumindest für jene, die noch klar genug bei Verstand waren, um von ihren Erlebnissen zu berichten. Ihr wart in Apokrypha, oder vielmehr euer Bewusstsein. Euer Körper blieb natürlich hier. Ihr solltet das Buch noch einmal lesen, bis ihr am Ende angelangt seid. Ja, das dachte ich mir. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Okay, ich dachte, wir müssen es lesen, aber na gut. Naja, gehen wir zurück. Das darin enthaltene Wissen vollkommen verstanden. Oh, ich bin so ein guter Leser. Ich kann mich richtig in die Welten, von denen ich lese, einfühlen. Ich bin wieder da. Hallo? Ich habe keine Ahnung, was es macht. Ich habe es einfach mal ausprobiert. So. Okay. Ist das jetzt ein Parcours? Okay. Ein interessanter Parcours. Okay, das ist strange. Ich nehme an, Blätter machen uns jetzt nicht exorbitant Schaden. Nein, ich glaube, wir waren zu spät. Na gut, dann warte ich ja noch ein bisschen. Es ist das Reich des heiligen Spaghetti-Monsters. Oh. Das heilige Spaghetti-Monster ist schlecht gelaunt. Okay. Sehr schlecht gelaunt, wie es scheint. Junge! Naja, es macht jetzt nicht so viel Schaden, es ist auch egal. Nein, das war eine schlechte Idee. Verdammt! Huch! Hier kommen auf einmal diese. Oh, Wachträume hatte ich jetzt. Das war das Falsche, oder? Naja, egal. Bin ich jetzt wieder bei.
das ist jetzt wieder Miraks Dimension, oder? Nee, da möchte ich hin. So. Ach, komm schon. Gott. Mann. Ich möchte nicht zurück. Ich möchte nach verbriefter Scharfsinn. Zurück zum heiligen Spaghetti-Monster. Ich hätte mir schnell speichern sollen, glaube ich. So. Nein! Ach, gut, ich dachte schon. Da wäre mich schon wieder hier. Oh nein! Oh Gott, 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 verdammt, 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 verdammt. Schön, das war knapp. So. Ja, ich stelle mich sehr geschickt an. Ich weiß. Oh, lass mich in Ruhe. Spring! Sehr gut. Nochmal eben schnell speichern. Das mache ich nochmal eben. Ja, und dann öffnen wir Kapitel 2. Ah, ich verstehe. Das bisher war immer nur Kapitel 1 und jetzt kommen wir quasi bei Kapitel 2 rein. Okay. Hier sieht ja nicht gerade sympathisch aus. Oh. So ein Vieh schon wieder. Au. Okay, ich glaube, da lade ich meinen Streitkolben nochmal. Kann ich auch im Inventar schnell speichern? Egal. So. So, du kleiner Schleicher. Du arbeitest also für... Oh, was ist das denn? Kenn ich gar nicht. Ich habe schon eine Krankheitsresistenz, weil ich ein Vampir bin. Au. So. Du willst Stress, Freundchen? Hä? Kriegst du? Oh. Ich kann nicht weiterkämpfen. Warum lade ich hier? Ach so, weil ich quasi gar nicht sterbe, sondern weil ich quasi noch lebendig war. Ich sterbe dann gar nicht, ich werde nur zurück hierhin gebracht. Okay, das ist ja nochmal nett. Und wenn ich das Buch jetzt wieder lese, wohin komme ich dann? So. Auf zum verbrieften Scharfsinn wieder. Solche. Ja.
miese Viecher. Autsch. Vor allem, weil sie an dem Blick so seltsam machen. Aber ich kriege schon niedergehauen, Freundchen. So, ihr kleinen Sucher. Findet ihr denn noch was? Wo ist denn der letzte? So, habe ich den Schleicher schon durchsucht? Ja, stimmt, da war ja diese Immunitätskette drin. Ne? Okay, wir sterben hier dann gar nicht. Wir werden nur wieder nach draußen verfrachtet. Dann ist ja soweit alles in Ordnung. Ach, das ist Kapitel 1 wieder. Sollte ich mal lesen, glaube ich. Weiß ja nicht genau. Vielleicht bringt es ja was. Bücher. Nö. Nö, schade. Sonst noch was hier irgendwo? Da. Nee, das habe ich doch gerade aktiviert. Ach hier, da. Ich denke mal, den Rest mache ich in der nächsten Folge. Ja, dann mache ich eine Aufnahmepause. Bis zur nächsten Folge. Ciao.